Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest das im Video verwendete Bolk AGR-Ventil exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Nimm die Motorabdeckung ab. Es gibt eine Reihe von Symptomen, die mit einer Panne des AGR-Ventils zusammenhängen. Leistungsverlust, Injektionsprobleme, Fehleranzeigen. Entferne den Lufteinlasskanal vom Turbo, indem du ihn im Uhrzeigersinn drehst. Entferne den Lufteinlasskanal vom Resonator, indem du die Laschen zusammendrückst und ziehe ihn vom Luftfilterkasten ab, indem du daran ziehst. Du musst nun den Bremsflüssigkeitsbehälter verschieben. Dazu löst du die beiden Schrauben mit einem Torx 20er Einsatz. Stecke den Verbinder des Luftmassenmessers aus. Trenne den Schnüffelschlauch, indem du mit einem Schraubendreher auf den farbigen Teil drückst. Löse mit Hilfe einer Ratsche und eines 13er Steckschlüssels die beiden Schrauben, die die Luftkasten-Silent-Blöcke halten. Nimm dir einen Einsatzschraubenzieher und einen Torx T20 Einsatz, um die drei Halteschrauben am Flansch des Luftfilters ganz abzuschrauben. Versuch nicht, sie herauszunehmen. Es ist vorgesehen, dass sie an ihren Plätzen bleiben. Entferne die Haltelasche vom Flansch. Nimm dann den Flansch heraus. Entferne den Luftfilterkasten. Du kannst nun das AGR-Ventil sehen. Trenne das AGR-Ventil. Löse mit einem 27er Torx-Schraubendreher die beiden Halteschrauben des AGR-Ventils und entferne sie. Das Ventil kann manchmal schwer zu entfernen sein. Zieh es durch seitliches Hin- und Herbewegen heraus. Reinige mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers und eines Staubsaugers den Zunder, der die mit dem AGR-Ventil verbundenen Teile verklebt. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Du findest das im Video verwendete Bolk AGR-Ventil exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Nimm dir das neue AGR-Ventil zur Hand und vergleiche es mit dem alten, um dich zu versichern, dass sie identisch sind. Nun kannst du das Ventil in seinen Platz einsetzen. Schraube die Halteschrauben des Ventils wieder an. Schließe das AGR-Ventil wieder an. Bringe
Bringe den Luftfilterkasten wieder an. Wenn du den Flansch wieder einsetzt, gibst du ihn leicht, um zuerst die ineinandergreifenden Laschen einzusetzen. Gib ihn dann wieder zurück, damit er am Filterkasten anliegt. Schraube die drei Befestigungsschrauben des Flansches wieder fest. Führe die Haltelasche wieder am Flansch ein. Verbinde den Vakuumbrecher wieder. Verbinde die Leitung zwischen dem Luftfilterkasten und dem Resonator wieder. Schließe die Luftansaugleitung des Turbos wieder an. Stecke den Anschluss des Luftstrommessers wieder an. Schraube die beiden Schrauben des Silent Blocks des Luftfilterkastens wieder fest. Schraube den Bremsflüssigkeitsbehälter wieder an. Setz schließlich die Motorabdeckung wieder auf. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!